Die Zeit wirkt oft wie etwas Unbeschreibliches. Manchmal ist eine Minute das Längste, was wir je gespürt haben. Wiederum ist eine Stunde nur in einem Augenschlag um. Wie definieren wir persönlich also Zeit? Können wir mit dem Fluss der Zeit schwimmen oder verharren wir in ihr wie eine kaputte Uhr? Ach, schau mal an, wer es auch mal pünktlich zur Bahn geschafft hat. Redet man so mit seinen besten Freundinnen? Zudem kannst du dich auf die Party heute Abend freuen. Ich werde einfach unglaublich aussehen, aber ich werde die billigen Nägel wegmachen. Die sind einfach schrecklich. Wenn du meinst. Ach, stell dich nicht so an. Du musst ja nichts trinken. Und zudem muss ja auch jemand auf mich aufpassen. Ja, super. Den Babysitter für eine 18-Jährige zu spielen, ist auch genau das, was man sich im Leben wünscht. Ja, weil du so ein Partymuffel bist, heißt es nicht, dass es auch andere so gehen soll. Das sagt ja auch keiner. Trotzdem habe ich überhaupt keine Lust auf den Witz. Chill mal, nur weil dir was Schlimmes auf einem Party passiert ist. Entschuldige, dass es an meinem 18. Geburtstag passiert ist, aber hey, was soll's? Ich soll's nicht verstehen. Tut mir leid, dass du abserviert wurdest, aber das Leben geht weiter. Dass du dich auch so verknallen musstest, ist wahrscheinlich auch noch meine Schuld. Depp. Du kleine Bitch. Natürlich ist es nicht deine Schuld, das behauptet ja auch niemand. Trotzdem ignorierst du einfach mal so meine Gefühle und das nur, weil ich keine Lust auf diese Party habe. Du hast nie Lust auf irgendwas, wo Spaß und andere Leute dabei sind. Denkst du auch wahrscheinlich mal dran, dass es auch andere Leute gibt, die dich beleidigter Leberwurst brauchen? Oder bist du gerade zu blöd? Tut mir leid. Du weißt, dass ich nur selten feiern gehe und diese Party ist ja eine super Möglichkeit für mich, neue Leute und auch meinen Prinzen kennenzulernen. Das, was dir damals passiert ist, tut mir echt leid. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen. Also können wir uns jetzt bitte vertragen und zusammen zu der Party gehen? Na gut, wenn es sein muss, aber wenn es mir zu blöd wird, gehe ich. Okay, sag mal, hast du zufälligerweise die Hausaufgaben gemacht? Natürlich habe ich die Hausaufgaben gemacht. Ich würde sie dich ja auch abschreiben lassen, aber wegen einer gewissen Person verpassen wir gleich die Bahn. Oh, Frau Hörn, ich werde wieder mega sauer. Hey Leute. Hi. Habt ihr schon was von Lena gehört? Ja, habe ich. Ich habe mich vorhin auch schon kurz mit ihr unterhalten und eigentlich wollte sie jetzt zu uns kommen, wo sie wohl bleibt. Hoffentlich hat sie uns was von Kanada mitgebracht. Ja, solange es kein Ahornsirup ist. Also mir würde schon eine Postkarte reichen. Same. Was für ein lächerliches Geschenk ist das denn? Also wenn man mir so ein Geschenk bringt, darf man nicht mehr mit mir befreundet sein. Alles klar. Ah, da ist sie ja. Hallo Leute, hallo. Seht mal, wer wieder da ist. Hallo. Lass dich erstmal drücken. Natürlich. Auch wenn du dich einen Monat bei uns nicht gemeldet hast, vielleicht warst du zu beschäftigt. Mit Typen. Oh mein Gott, Talia, benimm dich doch mal. Hi. Weißt du, Talia, im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens einen Freund. Dein Ernst jetzt? Die Drama Queen hier macht jetzt einen Abgang. Oh mein Gott, Talia, warte doch kurz. Sag mal, wann soll ich eigentlich heute Abend bei dir sein? Ja. Weißt du, wegen der Party bei Benny? So um 19.30 Uhr. Leute, ich muss sie doch hinterher, ihr kennt sie ja. Wir sehen uns dann später. Sag mal, um welche Party geht's eigentlich? Ach, weißt du, die Stufenschönheit Benny feiert wie jedes Jahr seine Party am Schulanfang. Und dank Marco sind wir dieses Jahr auch endlich alle eingeladen. Das Motto dieses Jahr lautet schön, elegant und sexy. Nice. Ja, ich muss noch meine Koffer ausräumen und ich brauche dringend eine Mütze schlafen. Also ich überlasse diese Party heute mal euch. Alles klar. Ja, Mama, ich passe schon auf mich auf. Ja, Marco wird mich nach Hause fahren. Nein, er wird nichts trinken, so wie sonst auch nie. Mama, komm, du hast mich vor 20 Sekunden bei Marco abgesetzt und ich lebe noch, also komm runter. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, Aria ist gerade angekommen. Ja, ich schreib dir, wenn ich auf den Heimweg bin. Ja, bis dann, Mama. Hey. Hi erstmal. Schon fertig? Ja, fast. Meine Mama war leider nicht so abzuwimmeln. Das kenne ich nur zu gut. Komm, helf mir mal. Wir sollten uns dann auch echt beeilen, bevor meine Mom wieder anruft, um mich dran zu erinnern.
dass ich eine Schwiegertochter mit nach Hause bringen soll. Ach, so schlimm ist es doch nicht. Ich meine, deine Mom ist doch normalerweise echt süß. Willst du deiner Mom nicht langsam die Wahrheit über deine Sexualität sagen? Oh Gott, nein, hast du sie noch alle? Du hättest sie mal erleben müssen, als sich mein Cousin Noah als Bi geoutet hat. Sie würde wahrscheinlich jetzt noch im Krankenhaus liegen. Das mit deiner Mom tut mir so leid. Du hast es verdient, so zu leben, wie du bist. Ach, ist schon okay. Du bist übrigens heute auch mein einziger Fahrgast. Hä? Warum? Was ist mit dir? Ich habe sie zwar in der Schule nicht mehr gefunden, aber sie hat mir geschrieben, dass sie selbstständig dorthin kommt und uns vor Ort trifft. Ich hoffe, sie hat sich beruhigt. Sie war ja nicht gerade freundlich heute mit Talk. Naja, allgemein ist sie ja nicht so der netteste Mensch, aber am Ende kümmert sie sich doch dann um uns, weil sie eine gute Seele hat. Ja, das stimmt auch wieder. Aber sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ich meine, die Partys sind ja nicht so deins. Ach ja, irgendwie habe ich ein ganz blödes Gefühl bei der Sache. Seit der Sache mit Marcel und David. Schon gut, ich wollte dich nicht traurig machen. Du wirst schon jemanden finden, so lange und bis darüber hinaus werde ich für dich da sein. Ja, wir beide als Single Pringles gegen den Rest der Welt, wir machen das schon irgendwie. Aber ich weiß auch, dass die Welt so viel mehr für euch bereithält und dass ihr auch jemanden finden werdet. Ja, das werden wir ja auch mal hoffentlich zusammen erleben. Ah, schau mal, wir sind ja schon da. Jetzt lass uns aber die Party genießen. Hey ihr zwei, schön, dass ihr gekommen seid. Mann, hallo. Mann, seht ihr gut aus. Dankeschön, das gilt aber auch für dich. Danke. Wollt ihr mit reinkommen? Ich muss auch nach den anderen gucken. Ja, können wir machen, oder? Ach, da seid ihr ja endlich. Ja. Natürlich. Wow, du siehst echt gut aus. Danke, aber dass ich gut aussehe, ist mir bewusst. Ihr seht auch gut aus. Danke, da werde ich ja ganz rot. Ach, du bist Marco. Sag mal, habe ich dich die Woche nicht mit diesem einen Jungen in der Schule flirten sehen? Hättest du das nicht auch zu Hause machen können? War ja echt abartig, ja. Ey, hör mal zu, wenn du dich nicht sofort verziehst, gibt's einen auf die Fresse. Und das wollen wir nicht, oder? Und wenn du dir denkst, dass du dich hier ausspielen kannst, nur weil du einen Ball in dem Tor triffst, hast du dich geirrt. Wow, ich gehe schon. Ich glaube aber nicht, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Na sicher. Die Alte ist doch komplett durchgeknallt. Das hättest du doch nicht tun müssen können. Doch, Marco, das müsste ich. Solchen Primaten muss man die Stirn bieten. In welchem Jahrhundert leben wir denn bitte? Das hat mich so streng mit mir. Was? Als unser Schulsportler hat er bestimmt sehr viel Druck und er wird doch sehr gequält. Ja, gequält. Dass du ihn überhaupt in Schutz nimmst. Ich kann dir... Leute, bitte zieht eure Masken an. Gut. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Okay, dann musst du mit dem tanzen. Komm, ich tanze auch mit. Okay. Hey, komm. Na gut. Hiding for too long, now it's time to let it